Mal gucken, wie weit der Upload ist. Muss ich wohl hoch zu den Jungs. Steve, ist eine Cobra eine Gift- oder Würgeschlange? Gift- oder Würgeschlange? Gott, wie soll ich das ohne Internet rausfinden? Wie? Bei euch funktioniert das Internet auch nicht? Steve! Hast du einen Playboy? Einen Unterwäschekatalog? Ich hab gar... Nein! Irgendwas in die Richtung? Ach Mann, da will man in Ruhe wichsen und dann ist das Internet tot! Seit wann habt ihr kein Internet mehr? Es geschah heute Morgen. Ich wollte eigentlich nur, wie immer, den neuesten US-Klatsch lesen. Aber dann war auf einmal die Verbindung weg. Ich habe alles versucht, ich habe die Kabel neu eingesteckt, ich habe den Router wieder neu gestartet. Aber die Verbindung war einfach weg. Was, wenn jetzt Miley Cyrus irgendwas macht? Zum Beispiel ihre Vagina zeigt? Ich könnte nicht immer drüber tweeten. Kann man eine Karotte nach einer Woche noch essen? Keine Ahnung, Google ist doch... Alter, es geht hier um Leben und Tod! Leute, ganz ruhig. Ich wette, in einer halben Stunde ist das Internet wieder da und bis dahin werden wir doch mal ohne auskommen. Boah, wer hätte gedacht, dass man ohne Internet echt nichts machen kann? Oh, es ist einfach so langweilig. Und ich kann nicht mal drüber tweeten. Man kann echt nichts machen. Wie lange kocht man eigentlich eine Kartoffel? Was ist, wenn ich sie zu kurz koche und an der Kartoffelvergiftung sterbe? Mir ist so langweilig, ich würde sogar Farmville spielen. Wisst ihr, was man machen muss, wenn man von einem Bären angegriffen wird? Ist euch eigentlich klar, wie gefährlich das Leben ohne Internet ist? Rick, ich brauche deine Hilfe. Du musst mir unbedingt eine nackte Frau malen. Gesicht ist vollkommen egal. Hauptsache, Titten und Arsch ist geil. Was, wenn neue Nacktbilder von Celebrities geleakt sind? Das könnte funktionieren. Wir würden es nicht mal wissen. Mir ist so langweilig. Ich würde sogar Beauty-Blogs angucken. Leute, wir müssen was unternehmen. Was ist, wenn ein Weltkrieg ausgebrochen ist? Wie sollen wir ohne Internet wissen, wie man sich am besten gegen Russen verteidigt? Die sind betrunken und damit unberechenbar. Boah, mir ist so langweilig. Ich würde sogar rausgehen und nach Hilfe suchen. Warte mal, wisst ihr überhaupt, was draußen für Wetter ist? Wie denn ohne Internet? Draußen könnte ein Blizzard toben. Oder es sind 40 Grad im Schatten. Wir können das unmöglich wissen. Mit der falschen Kleidung ist das viel zu gefährlich. Leute, ich glaube, wir müssen lernen, ohne das Internet auszukommen. Das funktioniert nicht! Es dauerte eine Weile, doch langsam kehrte der Alltag zurück in die WG. Dominik fand einen neuen Weg, sich auszudrücken. Rick fühlte sich endlich wieder sicher. Und auch Steven hatte endlich wieder was zu tun. Nur Marty hatte immer noch so seine Schwierigkeiten. Quack! Bitte, gelobte Spaghetti-Monster, hab Erbarm und gib uns das Internet zurück! Wir versprechen es nur, für Gutes zu nutzen! Ja, wir werden uns bilden, Petitionen unterstützen und Facebook-Posts liken, um kleine, hungernde Kinder zu retten! Ja! Jungs! Das Internet! Es ist wieder da! Er rennt der Katze gegen eine Glastür. Lol. Ja, wahrscheinlich würde jeder ausrasten, wenn auf einmal das Internet weg wäre. Was würdet ihr so anstellen? Da drüben findet ihr zu diesem Thema ein Radio, was auch heute rausgekommen ist. Und darunter unser letztes Space Rocks Video. RTL macht YouTube. Ja, vielen Dank an Dominik und Marty, die in diesem Video mitgespielt haben. Ihr wart super. Auf meinem Gesicht sollten sie verlinkt sein. Klickt drauf oder in die Videobeschreibung. Tschüss!